Gott verheißt, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Nur wenn wir Gott unser ganzes Herz geben, kann in uns die Veränderung bewirkt werden, durch die wir ihm ähnlicher werden. Von Natur aus sind wir Gott entfremdet. Der Heilige Geist beschreibt unseren Zustand als Tod in Übertretungen und Sünden. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Nichts Unversehrtes ist an ihm. Wir sind in Satans Schlingen lebendig gefangen für seinen Willen. Gott möchte uns heilen und befreien, doch weil dafür eine völlige Umwandlung, eine Erneuerung unserer ganzen Natur notwendig ist, müssen wir uns ihm ganz übergeben. Der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der jemals ausgefochten wird. Sich selbst hinzugeben, alles dem Willen Gott zu übergeben, kostet Überwindung. Aber erst wenn die Seele sich Gott unterwirft, kann sie zur Heiligkeit erneuert werden. Die Regierung Gottes ist keine Willkürherrschaft, die blinden Gehorsam fordert, wie Satan den Eindruck erwecken will. Sie wendet sich an den Verstand und das Gewissen. Kommt, lasst uns miteinander rechten, ist die Einladung des Schöpfers an die Wesen, die er gemacht hat. Gott achtet den Willen seiner Geschöpfe. Er kann keine Ehrerbietung annehmen, die nicht gern und mit Verstand dargebracht wird. Ein lediglich erzwungener Gehorsam würde jede echte geistige oder charakterliche Entwicklung verhindern. Er würde den Menschen zu einer Marionette machen. Das ist aber nicht die Absicht des Schöpfers. Er möchte, dass der Mensch die Krönung seiner schöpferischen Macht, die höchstmögliche Entwicklungsstufe erreicht. Er führt uns den unermesslichen Segen vor Augen, den er uns durch seine Gnade schenken möchte. Er lädt uns ein, uns ihm ganz hinzugeben, damit er sein Werk in uns vollbringen kann. Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir von der Knechtschaft der Sünde befreit werden wollen, um an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes teilzuhaben. Sich Gott hinzugeben, heißt alles aufzugeben, was uns von ihm trennen würde. Deshalb sagt der Heiland, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Was auch immer das Herz von Gott wegziehen mag, wir müssen es aufgeben. Viele Menschen dienen dem Götzen Mammon. Die Liebe zum Geld und der Wunsch nach Reichtum und Besitz binden sie wie eine goldene Kette an Satan. Andere streben nach Ansehen und weltlicher Ehre. Wieder andere wollen ein selbstsüchtiges, bequemes Leben frei von Verantwortung führen. Aber diese versklavenden Bande müssen gelöst werden. Wir können nicht halb dem Herrn und halb der Welt gehören. Wir sind nur dann Gottes Kinder, wenn wir es ganz sind. Manche Menschen behaupten, Gott zu dienen, doch gleichzeitig vertrauen sie ihren eigenen Anstrengungen, sein Gesetz zu befolgen, einen guten Charakter zu entwickeln und Erlösung zu erlangen. Ihre Herzen werden nicht von einem tiefen Bewusstsein der Liebe Christi bewegt. Dagegen versuchen sie, die Pflichten des christlichen Lebens als etwas zu erfüllen, was Gott von ihnen verlangt, um den Himmel zu gewinnen. So ein Glaube ist wertlos. Wenn Christus im Herzen wohnt, wird der Mensch so sehr von seiner Liebe erfüllt sein, von der Freude an der Gemeinschaft mit ihm, dass er sich eng an ihn hält. Und indem er über ihn nachsinnt, ihn betrachtet, ist das Ich vergessen. Die Liebe zu Christus ist die Quelle jeder Handlung. Ein Bekenntnis zu Christus ohne diese tiefe Liebe ist leeres Gerede, eine bloße Form und schwere Plackerei. Meinst du, es sei ein zu großes Opfer, Christus alles zu übergeben? Dann frage dich selbst, was hat Christus für mich gegeben? Der Sohn Gottes gab alles, sein Leben, seine Liebe, sein Leiden, um uns zu erlösen. Kann es dann sein, dass wir, die unwürdigen Empfänger so großer Liebe, ihm unsere Herzen vorenthalten? Wenn doch alle, die sich nicht für Christus entschieden haben, erkennen könnten, dass er ihnen etwas weitaus Besseres anbietet, als sie selbst suchen und erstreben. Der Mensch fügt seiner Seele den größten Schaden und das größte Unrecht zu,
wenn er entgegen dem Willen Gottes denkt und handelt. Auf Wegen, die er verboten hat, kann man keine wahre Freude finden, denn nur er weiß, was das Beste ist. Er plant zum Wohl seiner Geschöpfe. Der Weg der Übertretung ist der Weg des Elends und des Verderbens. Es ist falsch zu denken, Gott sehe seine Kinder gerne leiden. Der ganze Himmel wünscht sich das Glück der Menschen. Unser himmlischer Vater versperrt keinem seiner Geschöpfe den Weg zur Freude. Die göttlichen Forderungen rufen uns auf, uns von jenen Freuden fernzuhalten, die Leid und Enttäuschung bringen und das Tor zum Glück und zum Himmel verschließen. Viele fragen, wie kann ich mich Gott übergeben? Du möchtest dich ihm hingeben, aber du hast kaum moralische Kraft, bist von Zweifeln gefangen und wirst von den Gewohnheiten deines sündigen Lebens beherrscht. Deine Versprechen und Vorsätze sind auf Sand gebaut. Du kannst deine Gedanken, Impulse und Gefühle nicht beherrschen. Das Wissen um deine gebrochenen Versprechen und nicht eingehaltenen Zusagen schwächt dein Vertrauen in deine eigene Aufrichtigkeit. Und deswegen meinst du, Gott könnte dich nicht annehmen. Aber du brauchst nicht zu verzweifeln. Du musst die wahre Kraft des Willens verstehen. Der Wille ist die Steuerinstanz in der Natur des Menschen. Er ist die Fähigkeit, eine Entscheidung oder Wahl zu treffen. Alles hängt vom richtigen Einsatz des Willens ab. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Es liegt am Menschen selbst, sie einzusetzen. Du kannst dein Herz nicht verändern. Aus dir selbst heraus kannst du Gott nicht lieben. Aber du kannst dich entscheiden, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben. Dann wird er in dir das Wollen und das Vollbringen schaffen nach seinem Wohlgefallen. So wird dein ganzes Wesen vom Geist Christi geleitet werden. Er wird in deiner Liebe den ersten Platz einnehmen. Und deine Gedanken werden mit ihm im Einklang stehen. Es ist richtig, sich nach Güte und Heiligkeit zu sehnen. Bleibt es aber nur ein frommer Wunsch, nützt es dir nichts. Viele Menschen werden verloren gehen, obwohl sie hoffen und wünschen, Christen zu sein. Aber sie kommen nicht an den Punkt, wo sie ihren Willen Gott übergeben. Sie entscheiden sich nicht dafür, Christen zu sein. Wenn du den Willen richtig einsetzt, kann sich dein Leben völlig verändern. Übergibst du deinen Willen Christus, verbindest du dich mit der Macht, die über allen Fürstentümern und Gewalten steht. Du erhältst Kraft von oben, die dich standhaft hält, und auf diese Weise
wirst du durch beständige Hingabe an Gott befähigt, ein neues Leben zu führen, ein Leben des Glaubens.